Ich kaufe Bioprodukte, weil ich damit eine verbesserte Tiergesundheit unterstütze. Guten Morgen! Ich möchte Euch in diesem Video aufzeigen, warum Betriebe, die nach den Bio-Richtlinien arbeiten, nicht zwangsläufig eine verbesserte Tiergesundheit zur Folge haben. Ich beginne mit einer Analogie. Was denkt ihr, kann man aus der Größe eines Klassenzimmers, der Betreuungsschlüssel zwischen Lehrer und Schülern und der Qualität auf den generellen Lernerfolg sagen? Ist es garantiert, dass wenn du ein großes Klassenzimmer hast, wenn du die aktuelle Literatur zur Verfügung hast, dass du dann wirklich, dass dann die Kinder gut lernen? Oder vergisst man in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Faktor, den Lehrer? Der Lehrer und sein Arbeitsethos, seine intrinsische Motivation, Kindern wirklich etwas beizubringen und seine Fähigkeiten emotional auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder auszurichten. Biohühner zum Beispiel haben zwar etwas mehr Platz, die Möglichkeit auch mal frische Luft zu schnappen oder etwas Beschäftigungsmaterial, entsprechende Analogie, aber das alleine garantiert noch nicht, dass diese auch gesünder leben. Dafür entscheidend ist vor allem das Stallmanagement durch den Tierhalter, den Lehrer. Da ist die Betriebshygiene, die eben auch von dem Stallhalter initiiert wird, das Stallklima und noch vieles mehr, wo immer wieder der Stallhalter, also der Bauer, eine ganz, ganz große Rolle spielt, analog dem Lehrer beim Lernen innerhalb der Schule. Und diese Gesundheit der Tiere, die wird in keiner Haltungsform, egal Bio oder nicht Bio, systematisch und herdengenau erfasst und sind auch für die Kennzeichnung als Bioprodukt überhaupt nicht erforderlich. Albert Sundrum, das ist der Professor für Tierernährung und Tiergesundheit an der Universität in Kassel, sagt eine Analyse der heute zugänglichen Studien zum Thema Tiergesundheit in Deutschland und in der biologischen Tierzucht. Wissenschaftlich lässt sich nicht belegen, dass Tiere in ökologischen Betrieben generell gesünder sind. Er erwähnt dabei zahlreiche Studien, die allesamt in dem Buch, was ich Euch unten da auch verlinkt habe, genannt werden. Dort wurden Gesundheitsmessungen gemacht, wie zum Beispiel wie viel Prozent einer Kuhherde lahmten und wie viele konnten sich gesund bewegen. Und da wurden keine nennenswerten Unterschiede zwischen Bio- und konventionellen Betrieben festgestellt, also bei der Gesundheit der Kühe. Bei dem Ernährungszustand der Tiere schnitten konventionelle Betriebe sogar im Mittel besser ab. Sie waren gesünder ernährt oder gesünder genährt. Bessere Haltungsbedingungen sind nicht gleichbedeutend mit höherer Tiergesundheit. Ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Entscheidend ist die intrinsische Motivation des Bauern oder des Stallhalters, wie wirklich gut, wie perfide das eigentlich mittlerweile in meinen Ohren klingt. Aber nicht jeder ist so weit zu erkennen, dass Tierhaltung egal welcher Art einfach nur respektlos, unnötig und einfach nur schlecht ist. Aber führen wir den Satz fort. Also wie hoch die eigene Motivation der Bauern wirklich ist, das ist entscheidend, wie gut die Tiere gehalten werden und wie bestmöglich die Tiere dann eben bestmöglich im Sinne der profitablen und wie für die Tiere eben dann eigentlich, ich habe mir das Thema so für mich zurechtgelegt und habe so gedacht, ja, also diesen Zusammenhang, ich habe erfahren, dass halt eben die Tiergesundheit überhaupt nichts mit Bio zu tun hat. Ich dachte, das ist wichtig zu erwähnen. Aber eigentlich kotzt mich die Tierhaltung einfach nur an. Es kotzt mich einfach nur an, dass wir tatsächlich immer noch nicht begriffen haben, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Es ist überhaupt nicht notwendig, Tiere zu halten. Es gibt keine natürliche und irgendwie gute Tierhaltung. Das gibt's nicht. Ne? Egal, ob man Bio oder nicht Bio kauft, das ist nie gut. Aber manche denken halt, Bio ist noch besser für die Tiergesundheit. Und ich versuche da einfach trotzdem nochmal jetzt hier beim Thema zu bleiben. Und es scheint einfach keine Zusammenhänge zu geben, dass Biobauern irgendwie mehr für ihre Tiere sorgen als konventionelle Bauern. Das ist auch marktwirtschaftlich einfach herleitbar. Wer auf biologische Landwirtschaft umstellt, der macht dies oft aus dem Grund, dass er in der konventionellen Landwirtschaft nicht mehr profitabel genug arbeitet oder sich mehr Profit verspricht. Bioprodukte sind teurer und dafür sind lediglich ein paar Quadratmeter mehr, etwas Auslaufen, ein bisschen Beschäftigungsmaterial bereitzustellen. Das ändert aber nichts am Mindset der Bauern.
Es geht vielen Biobauern nur darum, eine neue Marktnische im hart umkämpften Fleischmarkt zu ergattern. Wenn man wirklich etwas für die Tiergesundheit machen möchte, dann muss man systemisch anfangen zu arbeiten. Dann muss man genaue Messungen zur Tiergesundheit einführen, auch vom Staat her. Das bedeutet, wie viele Kühe in einem Milchviehbetrieb haben Euterentzündungen und wie viele dieser Kühe lahmen, weil ihre entzündeten Klauen schmerzen. Wie viele Schweine haben Leber-, Lungen- und Bauchfellschäden. Wie viele kauen sich ihre Schwänze ab und so weiter. Das sind Kenngrößen, die wirklich relevant sein könnten und die relevant sein sollten und die man auch in irgendeiner Weise erfassen muss und von mir aus da auch wieder Label vergibt für gesunde Tiere. Darauf sollte man achten, wenn man schon den Scheiß mit der Tierhaltung macht. Stallgröße sind ähnlich wie gute Schulbücher sinnvolle und durchaus auch katalysierende Maßnahmen. Aber diese auszufüllen und dann durch Kennzahlen messbar zu machen, darauf sollte man fokussieren. Ein Pferd springt immer nur so hoch wie es muss und der Bauer befolgt die Richtlinien, um ein Label abzugreifen, was höhere Erträge abwirft. Das ist nun mal so. Aber wenn es uns wirklich darum geht, auch als Verbraucher, der noch Fleisch isst, die Tiere, die dafür sterben, auch wirklich gesund und artgerecht wie möglich zu halten, zu sehen, dann sollten wir da ansetzen und an der Tiergesundheit und nicht an den Rahmenbedingungen, ne, die allenfalls wie gesagt katalysierten Charakter haben. Ich finde, hier müssen viele Menschen umdenken und nicht blind irgendwelchen Labeln vertrauen. Ich habe auch zu den ganzen Bio-Labeln mal generell schon ein Video gemacht, Vergleich aller großen Bio-Label in Deutschland, schaut Euch das Video an. Ne? Aber für die meisten Menschen ist es einfach komfortabel und das ist einfach, man beruhigt sein Gewissen, ach, man kauft Bio und die Tiere sind da gesünder, aber es ist de facto nicht so. Fleisch aus Biotierhaltung erhöht die Tiergesundheit und damit die Qualität des Lebens der Tiere nicht. Das ist nicht irgendwo abzuleiten. Es kann natürlich sein, aber das liegt nicht an dem Bio-Label, sondern es liegt an den Bauern, das liegt an dem Tierhalter. Das liegt an demjenigen, der das umsetzt, der das füllt, dieses Label. Und ich denke, es ist einfach mal sehr wichtig, das zu benennen und einfach mal anzusprechen. Teil dieses Video, um entsprechende Menschen, die auch noch Fleisch essen, genau auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Die denken, oh, Bio und die Tiere, den Tieren geht's gut, ne? Und ja, und entsprechend dann eben nicht mehr wie die Lemminge mit einem Lächeln und einem guten Gefühl einfach immer Bio zu kaufen und sich dabei selber belügen. Das war meine Intention heute. Ich wünsche Euch alles Gute, einen schönen Tag. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.